Hallo meine Lieben, ich bin endlich mal wieder da mit einem Video und zwar möchte ich heute ein kleines Update zeigen. Ich habe ein Mini-Album gebastelt für jemanden hier zu Weihnachten und ja, das ist jetzt ein Tag vor Heiligabend fertig geworden und ja, ich wollte es euch zeigen. So den Adventskalender, ich habe die Tage jetzt keine Videos machen können, weil ich war krank oder bin immer noch, aber es geht schon langsam wieder. Und deswegen mache ich heute auch die Videos. Ich habe nämlich ein paar Videos mittlerweile und ja. Also auch der Adventskalender wird jetzt ja kommen. Entweder ist der jetzt schon hoch, wenn dieses Video oben ist, weil ich werde ihn wahrscheinlich als erstes hochladen. Ihr werdet es sehen. Und ja, ich zeige euch das Mini-Album. Es ist für meine Schwesters Freund. Die haben ein Baby bekommen. Und der ist jetzt fast ein Jahr alt und ja, da habe ich so ein bisschen das erste Jahr jetzt so festgehalten in dem Album. Ich habe nichts abgeklebt oder so, ich habe mit Fotos drin und alles. Ich hoffe, das ist nicht weiter tragisch. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich die Fotos nicht abgeklebt habe. Ja. Ich zeige euch das Album erstmal von vorne. Und zwar sieht das so aus. Ich zeige euch mal kurz von weiter oben. Ich würde es gerne höher machen, aber irgendwie will er nicht so richtig. Naja, es geht. Es ist komplett drauf, relativ. Ich habe das Format 15,5, glaube ich. Müsste das eine Länge sein? Länge? Breite. Und hier lang war, glaube ich, 18 oder so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte 18 sein, könnte auch 17 sein. So ungefähr zumindest, so dass ich eben 15x15 Papier hauptsächlich verwenden kann. Und ja, das ist vorhin fertig geworden. Es ist relativ schlicht. Ich habe auch leider nicht mehr Zeit, sonst würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön geworden so. Das ist hier zumindest der Kleine, um den es geht. Das ist der kleine Finn. Ich habe hier noch ein extra Album dran. Das habe ich erst komplett anders eingebunden gehabt, aber ich habe das jetzt so gemacht. Und zwar habe ich das hier mit so einer Kugelkette versehen. Und um euch das zeigen zu können, werde ich das jetzt mal ja, kurz abmachen, wenn ich es dann kriegen sollte. So. Hier habe ich noch ein Schleifchen dran, so ein bisschen als Deko. Finde ich jetzt nicht so schön gelungen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es weitermachen soll. Und zwar ist das hier so ein Flip-Album, sozusagen. Auf der ersten Seite habe ich dann hier so gemacht. Und dann kommen Fotos von dem Kleinen und seinem Vater. So ein paar gleiche. Dann hier habe ich noch ein bisschen geschrieben und ja, auch so ein Dings raufgeklebt. Von der anderen Seite sieht das genauso aus. Das geht dann auch wieder mit einem Bild los. Und dann kommen wieder Bilder von ihm. Es ist keins gleich von den Fotos, auch wenn es manchmal so aussieht. Ja. Und dann habe ich hier das als Vorderseite ja genommen. Finde ich so eigentlich ganz schön. Ich habe es erst komplett anders eingebunden und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil meine Buchbinderringe sind ein bisschen zu klein dafür. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die reichen. Die sind jetzt die größten, die ich habe. Irgendwie 4,4 cm oder so. Und ihr seht aber, wenn ich es euch jetzt so zeige, dass die ja immer noch nicht ausreichen. Also die könnten ruhig noch ein bisschen mehr sein. Und ich habe das vorher eben komplett hinten noch mit drinne gehabt und dadurch war es einfach noch viel dicker. Und ja, das hat mir einfach so nicht gefallen und deswegen habe ich das geändert. Ja, das ist dann die Vorderseite. Love Baby eben. Ich wollte das nicht unbedingt mit dem Namen. Ich fand das so eigentlich passend. Es ist relativ schlicht gehalten, die Vorderseite, aber ich finde, das ist okay. So, und dann geht es denn hier los mit der Mama und eben der Geburt? Ich hoffe, die Fotos sind nicht so schlimm, dass ihr die jetzt seht oder so. Also ich finde es nicht schlimm. Also meine Family guckt meine Videos zum Glück sowieso nicht, sonst würde ich das gar nicht zeigen. Ja, und dann geht das schon. Hier habe ich zum Beispiel noch gestempelt. Da habe ich diese Bunny-Stempel von Scrapberry, das sind diese Baby-Bunny-Stempel, also Baby-Hasen-Stempel. Da sind diese Spruchstempel bei. Und ja, die habe ich genutzt im ganzen Album. Dann habe ich hier
das so gemacht. Ja, ihr seht es ja eigentlich ganz gut. Ich habe das immer hier mit so einem Foto und dann so einen Rahmen ringsrum. Fand ich eigentlich ganz schön so. Das ist dann hier mal mit den Daten von ihm. Ist jetzt eigentlich auch nicht schlimm, dass ihr das seht. Finde ich zumindest. Und hier kann man eben immer diese Flips, die kann man immer rausziehen. Das ist auf jeder Seite gleich. Die habe ich eben immer mit diesem Papier von Scrapberry auch versehen, ist das alles. Das ist dieses Sweet Dreams. Das gibt es in 12x12 und in 6x6 Inch. Ja. Das habe ich dann verwendet. Das hatte ich mir extra bestellt bei meinem Händler. Und das kann man dann auch wieder ganz locker da reinmachen. Und wieder zuklappen. Ich finde das eigentlich sehr schön. Und die Seiten sind auch echt immer dick geworden. Also ihr seht das. Die Seite ist jetzt wirklich dick. Falls ihr überhaupt was gesehen habt. Eben. So, dann zeige ich euch erstmal diese. Hier habe ich auch mit einem Stempel wieder. Boy. Das sind immer alles dieses gleiche Papier. Das ist alles ein Block. Eigentlich. Ich habe jetzt aber keinen Block verwendet. Ich habe Einzelblätter bestellt. Dann klappt man das jetzt so auf. Da habe ich auch wieder gestempelt. Und da sind dann auch nochmal Fotos. Und dann kann man das aber auch dahin aufklappen. Einmal die Fotos. Hier habe ich wieder geschrieben in der Sprechblase so rein. Und dann hier. Das ist, ich weiß gar nicht, war das jetzt mit Magnet? Doch, ich hatte es mit Magnet, aber davon merkt man nicht mehr viel. Also, ja, so eine kleinen Magneten, das hält das dann doch nicht wirklich. Hier habe ich dann ja auch so hier mit so einem Teil, das habe ich immer alles ausgeschnitten aus diesen Papierblöcken, Papierbögen meine ich. Das sind so Einzelpapierbögen eben. Die seht ihr auch bei mir im Shop zumindest einige und die anderen sind auf jeden Fall alle in dem großen 12x12 Sweet Dreams drin, was ich jetzt hier benutzt habe. Der leider derzeit nicht lieferbar ist. Ich habe ihn allerdings noch ein paar Mal hier. Ich glaube, zwei, dreimal habe ich ihn definitiv noch hier. Also, ja, muss ich mal sehen. Das ist auch wieder so ein Flip, den man rausziehen kann. Da habe ich diesmal hier auch gestempelt mit so einem Teil. Dann hier die Babyfotos wieder hier mit dem Papier. Ich finde das immer sehr schön. Ist auch gestempelt alles. Dann eben die Seite und dann diese Seite. So, und hier habe ich jetzt eine Banderole sozusagen gemacht. Habe ich hier so einen Flip drin. Die Fotos, die sind auch alle selber ausgedruckt. Also ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr, die noch zu bestellen oder so. Vor allem wäre das vom Format her auch nicht wirklich, ja, hin. Also es hätte nicht so geklappt, weil die Formate, die ich brauchte, weil ich wollte nicht so große Fotos nehmen, weil so kann ich einfach viel mehr reinmachen. Und ich finde es auch schöner, ehrlich gesagt, mit so kleinen Fotos. Und ich finde aber keinen Shop wirklich, der jetzt so eine Fotos anbietet in der Größe. Und ich habe jetzt nur zwei verschiedene Formate benutzt. Ja, dann kann man das wieder so reinmachen. Den machen wir auch wieder rein. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem Album. Ist auch, ja, mein fast, ne, mein zweites Ringalbum, glaube ich. Zweites? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich finde es aber ganz okay. Also dafür, dass es relativ auf die Schnelle gemacht ist. Also ich brauche sonst wirklich für so ein Album eine gute Woche auf jeden Fall. So, wo ich relativ jeden Tag bei bin und so weiter. Die habe ich jetzt 2 oder 3 Tage gebraucht. Nicht im Kompletten, immer so zwischendurch. Ja, und das war dann nicht ganz so viel. Und das war ja auch nur mit Fotos und so. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Tasche gemacht. Ganz einfach gehalten, einfach nur hier ein großes Foto reingeklebt. Und dann habe ich hier ganz viele kleinere. Hier nochmal ein größeres. Die anderen sind alles kleiner. Das habe ich jedes Mal immer auf beiden Seiten. Das ist auch niedlich, das Foto. Das sind auch ja mit relativ aktuelle Fotos von dem Kleinen. Schön reinpacken. Das will ich, dass es vorne ist. Das wird nachher nämlich noch schön eingepackt, weil morgen ist ja schon Heiligabend. Ja, denn diese Seite. Hier habe ich auch wieder so einen Flip. Der ist ein bisschen kleiner wie die anderen.
Dann wir diese Fotos im Inneren wieder. Ist immer mit gestempelt und so und mit dem Papier eben. Ich finde, das reicht auch. Da braucht nicht noch für weiß was immerhin. Bisschen in die Seite. Und die Seite. Und dann habe ich hier wieder so eine Bandage sozusagen gemacht, wo ich dann wieder ja, reinmachen kann. Da können natürlich auch noch mehr Text rein, wenn er möchte, aber ich denke mal, er wird es so lassen. Ja, und dann habe ich hier wieder ein großes und hier der Tag dazu. Ist von gleichen Fotos her. Ich habe auch nur 4 Seiten jetzt genommen, weil ich finde, das reicht. Ich habe jetzt hier irgendwie bei 70 Fotos oder so, glaube ich, verwendet. Also das ist echt extrem viel gewesen. Und ich hatte auch wirklich nicht viel mehr Fotos. Es ist auch schwierig, immer so an die Fotos ranzukommen, sodass die Eltern das nicht so mitkriegen. ja, dann diese Seite. Das war die Einschulung von dem Größten von ihr. Der ist nämlich jetzt 6 Jahre. Ja, der ist 6 Jahre geworden und eben eingeschult worden. Und ja, da hat er so einen kleinen Frack angekriegt. Fand ich eigentlich ganz süß. Hier habe ich auch ihn mit Magnet verschlossen. Also habe ich hier natürlich unter, das sieht man nicht. Hier haben wir die ersten Strandfotos von dem Kleinen. Alles ganz, ganz schlicht. Ich finde das auch mit am schönsten so schlicht, muss ich sagen. So, hier haben wir wieder einen Flip. Haben wir wieder so. Ich hoffe, der Vater sieht das nie, das Video, sonst killt er mich, glaube ich. Der Vater ist das da. Ne? Ist klar eigentlich, denke ich. Das ist hier zum Beispiel die größte noch. Den anderen, den hatten wir, glaube ich, auch irgendwo bei. Also ihr seht die Kinder auf jeden Fall alle. Ja, das finde ich mit am schönsten, das Foto. Dann haben wir hier nochmal 2 andere Fotos. Hier habe ich versucht zu stempeln. Der Stempel hat nicht wirklich funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Dann habe ich diese Seite. Die sind auch ja, relativ aktuell sind sie nicht. Also es sind schon ein paar Monate alt, die Fotos. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist schon so 1, 2 Monate auf jeden Fall her. Dann mache ich das wieder rein. Und dann haben wir diese Seite. Das ist jetzt die letzte. Und genau auf dieser Seite hatte ich dieses Mini-Album. Hatte ich hier so und dann so mit Text raus. Und ja, wie gesagt, das war eben dick. Und ja, man kann es jetzt auch hiermit noch ein bisschen verschließen, weil es ist eigentlich mit Magnetverschluss, aber das hält sowieso alles nicht richtig. Und ja. Bevor ich da echt schon, ich habe da 4 Magnete oder so verwendet. Trotzdem hat es nicht gehalten. Sind in dem Album sind hier alleine, ich glaube, 2 oder 3. Und hier an dem Teil sind auch nochmal, ja, 2 Magnete dran. Ne? Ja, finde ich aber trotzdem in Ordnung jetzt die Lösung. Finde ich ganz schön so geworden. Und dann eben die letzte Seite, so jetzt so der Endschluss. Finde ich jetzt dieses Foto ganz schön. Ganz schlicht gehalten. Ja, hinten habe ich das so gemacht. Da wollte ich nicht, dass es ganz kahl ist. Und ich bin aber auch kein Freund von sehr extremen Sachen, gerade hinten. Und deswegen habe ich einfach nur so ein paar Teile raufgeklebt. Ich finde das eigentlich so in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt so davon haltet. Könnt ihr mir gerne unten mal reinschreiben, wie ihr das Buch findet. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Sagen wir es mal so. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich bestimmt noch andere Sachen anders gemacht und mehr gemacht und so. Denke ich mal. Aber eigentlich ist es okay, finde ich. Ich bin gerade hier am Tüdeln wegen dem Teil. So. So. Ja. Wäre schon nett, wenn ihr mir unten in die Kommentare ein bisschen was reinschreibt, wie ihr das Buch findet, was man besser machen kann und so. Es ist auch nach langer Zeit mal wieder mein erstes Mini-Album. Also es ist wirklich eine ganze Weile her, dass ich mal eins gemacht habe. Und eben vor allem auch mal mit einer ganz anderen Bindung. Ich habe ja sonst immer eine ganz andere Bindung genommen. Ich bin überhaupt kein Freund eigentlich von den Ringen, aber durch die Zeit, weil es ja nicht mal allzu lange war, habe ich jetzt die Ringe genommen, weil eine Bindung, das dauert alles noch ein bisschen länger wieder, finde ich. Und da muss man ein bisschen mehr aufpassen und so. Ich fand das jetzt eine gute Lösung. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir ein bisschen was schreibt dazu.
Das war das Video erstmal wieder. Ist auch lang genug geworden. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und dann bis dann. Tschüss.